Ich hab mir das mal so schön gesehen.
Warmes Blut, der Geruch. Können Sie sich noch bewegen? Sie haben genug Benzin, etwas um einen ausgewachsenen Elefanten zu leben. Da muss irgendwas mit Ihrem Hirn nicht stimmen. Seth uns aus den Zellen geholt hatte, wollten wir auf eigene Faust ausbrechen. Gut, Sie zu sehen, Blaskovic. Schön, Sie bei uns zu haben. Wir müssen raus, ihr Leute. Lauft, schnell! Lauft! Lauft, schnell! Oh Gott. Dieser Fahrstuhl ist nicht mehr der neueste. Beten wir, dass er noch funktioniert. Hier geht's lang. Blaskovic, hilf mir hoch! Dann verschwinden wir. Es muss auf dieser Welt doch noch einen Ort geben, wo man leben kann und wo man glücklich sein kann. Ganz bestimmt. Aber nicht für dich und mich. Was machen Sie denn da drin? Einen alten Freund besuchen? So einen Besuch habe ich wirklich lange nicht mehr bekommen. Wir sind uns schon begegnet, aber heute ist es sicherlich das letzte Mal. Captain Blaskovic. Noch immer am Kämpfen, nach all den Jahren. Ich erinnere mich an Ihren Freund. Zu gerne tue ich das. Und wie... Wie ist das bei Ihnen? Bei dieser Arbeit ist man leicht anfällig dafür, Mitleid zu empfinden. Wir müssen lernen, dass es nur ein nutzloser Instinkt ist. Völlig unpassend für unseresgleichen. Hoch! Hoch! Auf die Platte! Ah! 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 Ah!
Menschen wie Sie. Ihr Geschäft ist Tod und Zerstörung. Doch bedenken Sie eins. Am Ende werden wir gemessen nicht an dem, was wir zerstört, sondern geschaffen. Wyatt. Oh. Begreifen Sie das Wunder darin, die Intelligenz des menschlichen Gehirns zusammengeführt mit der Effizienz und dem Gehorsam der Maschine. Maschinenmensch, säubere den Raum. Muss hier raus. Stecken Sie da drin. Trotz des Licht. Mit mir halt, dass ich geschlossen habe. Hab keine Kontrolle mehr über mein Handeln. Kann sie nicht geben. Sie müssen das beenden. Private, es war ein Ehre, an Ihrer Seite zu dienen. Sie verblüffen mich, Captain, aber Sie machen mir keine Angst.